Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Infovideo. Wir möchten euch kurz informieren bezüglich der nächsten Woche, denn da bin ich bei Nico anwesend Ja. und da haben wir einiges geplant. Was man generell zum Beispiel sagen kann, ist, dass quasi bei Julis Anwesenheit jeden Abend gestreamt wird. Auch tagsüber. Auch tagsüber muss man gucken, was man da genau machen. Aber auf jeden Fall abends läuft immer ein Stream. Falls ihr auch wie wir Silvester alleine zu Hause verbringen müsst, weil ja auch Böllerverbot ist und so weiter, dann schaltet gerne ein, denn wir möchten natürlich auch ein kleines Special machen um 0 Uhr. Genau. Natürlich. Aber Juli da. singt. Oh Gott. Oh Gott. Aber es wird einiges geben. Die Videos kommen natürlich trotzdem. Das ist ganz klar. Aber wir haben verschiedene Sachen schon geplant, darunter ein Beat Saber Stream über die Vive. Das ist natürlich klar, so wie letztes Mal. Der Nico hat ja auch ein Lenkrad und diese ganzen Zusatzteile. Damit soll ich mal LS spielen. Joa, LS und vielleicht auch noch eine Runde ETS. Mal gucken, wie Juli mit dem ganzen Equipment damit klarkommt. Ich erwarte mir viele Fails. Und natürlich an dem Donnerstag auch ein Community-Stream. Das heißt, mit euch Marbles, Zeichnen, Drawful können wir auch wieder machen. Das war mega lustig das letzte Mal. Und dann am 1. Januar kommt ein Koch-Stream. Wann genau der sein wird, ich denke mal eher gegen Mittag. Ja, oder Anfang, eingangs nachmittags, irgendwie so Genau, rum. irgendwie so. Das wird auf jeden Fall sehr lustig, weil da ist keine Videobearbeitung, da ist nichts. Also ihr seht dann wirklich, wie ich mich da anstelle, in live. Und ja, abends machen wir dann noch einen kleinen Drinkstream, denn ein paar Leute haben ein paar Train Simulator-Szenarien vorbereitet, wo Nico und ich uns versuchen in Train Simulator und bei jedem Fail, bei jeder Zwangse muss getrinkt werden. Nee. Getrunken werden. Ja, Getrinken. getrinkt. Ja. Genau. Wer sie vielleicht kennt, diese Eisenbahn-Unfalls-Trinkspiele, so was Ähnliches machen wir dann auch mit uns selber halt. Ja, nur wir sind selber Lokführer. Genau. Und trinken auf unsere eigene Feder. Und dann am Samstag noch als kleines Special bauen wir, ich denke mal parallel, zwei H0-Modelle um. Ich denke mal, das bringt auch noch ein bisschen Abwechslung rein, dauert auch, denke ich mal, den halben Tag. Und dann ist eigentlich die Woche auch schon vorbei. Wir wollten euch jetzt nur so einen kleinen Einblick geben für das, was alles geplant ist, dass ihr da informiert seid. Wir haben sehr viel geplant. Es kann auch, ich denke mal, vielleicht auch noch ein Viel bisschen schief gehen. viel schiefgehen und ich denke mal auch ein bisschen Spontanität zwischendrin reinkommen. Ja, klar. Falls ihr dem Ganzen zuschauen möchtet, dann guckt doch gerne unten in die Beschreibung, denn da ist der Link zu dem Discord-Server. Da werden wir jegliche Infos zu der ganzen Woche posten, auch die ganzen eventuellen Startzeiten für die Streams. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Wir freuen uns auf jeden Fall schon mega auf diese Woche. Ja, ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer schaltet ein und wir sehen uns kommende Dienstagabend Woche. geht's los. Bis dahin. Genau. Tschüss. Macht's gut. Ciao.